Ich liebe Kaffee. Die MacPopels reagieren mal wieder auf Gerüchte. Und damit herzlich willkommen zu dem zweiten Teil, wo wir auf Gerüchte reagieren. Genau, mit Charlie. Ist ja nicht süß. Und heute mal nicht mit Octavias Handy, da Jakku leer ist. Ja, es tut mir leid, aber ich bin halt sehr gern auf Instagram. Ja, aber du lass dir kein Akku für ein Video? Nee. Was war das denn für ein Scheiß? Weiß ich auch nicht, Charlie, aber hier ist das erste Gerücht. Octavia hat einen Freund. Ja, das habe ich. Das seht ihr auch in dem Video, das wir da jetzt oben am i verlinken. Genau. Dass Callistro Corona-scheu ist. Was heißt Corona-scheu? Weiß ich nicht. Toastbrot. Nee, no. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich Corona-scheu bin oder nicht. Ich bin dumm. Ich weiß nicht, was es heißt. Wir sind alle dumm. Ich weiß auch nicht, was es heißt. Ich auch nicht. Ja, nächstes Gerücht. Dass Callistro sich jeden Tag testen lässt. Woher wisst ihr das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, woher wisst ihr das? Dass Octavia und Calypso Callistros Maske weggeschmissen haben. Upsala! Ihr wart das? Weiß ich nicht. Das weiß nur Kobold. Er ist Kobold. Weiß ich auch nicht. Ach, nächstes Gerücht. Dass Callistro bald Apotheker wird. Keine schlechte Idee. Wieso, ist das nicht voll langweilig? Nee, man könnte Pferde vergiften. Callistro! Oh mein Gott, ja! Ich werde Apothekerin! Octavia! Octavia, geh mal aus dem Weg, ich will meinen Kaffee trinken. Ah, lecker. Hello darkness, my old friend. Du bist auch so Lost Eye. Und zu guter Letzt das Gerücht von Bell Studios, dass Octavia nicht singen kann. Wir haben übrigens das eine übersprungen, weil das überflüssig war. Bist du dumm? Ich kann singen. Hast du mein People I Don't Like Musikvideo nicht gesehen? Ich kann singen! Chill, okay. Seid ihr eigentlich komplett verblödet? Natürlich kann Octavia das Hotte Chick singen. Oha, danke Charlie, aber... Das nächste Gerücht ist von diesem einen Menschen da und dass wir keine Geschwister sind. Wir sind Geschwister, du Dummkopf. Ja. Sind wir das? Klar. Und wieso siehst du dann so verschieden aus, Calypso? Weiß ich doch nicht. Du hast es, glaube ich, von unserer Oma. Ja, stimmt. Von unserem Hardstyle-Öbchen. Das nächste Gerücht ist von Nele und Schleich. Beschissener Name, aber egal. Ja. Ja, Toastbrot. Was hast du eigentlich so in den letzten Tagen mit deinem Toastbrot? Keine Ahnung, ich mag das Wort einfach. Ach, du bist so komisch. Sie hat gehört, dass wir alle einen Crush haben. Alter, wir sind vergeben. Natürlich haben wir dann einen Crush. Einen Crush auf unsere Partner. Genau. Ja. Nächstes Gerücht von Unicornschleich. Ja. Yeah. Stimmt es, dass Octavia einmal Parship hatte? Nein. Schade, ich denke, Chestnut würde dich gerne mal treffen. Die Hotte Nudel? Ja. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Oh la la. Doch nicht auf diese Weise, meine Fresse. Halt's Maul, sonst komme ich mit Herbert der Bürste an und schiebe es euch sonst wo rein. Du Psycho. Und bleiben wir doch mal direkt bei Unicorn. Ich liebe Unicorn. Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Dass unser Vater unser Stiefvater ist. Nein, sagt ihr dumm?
Na, da ist nicht unser Stiefvater. Auch nicht wegen der Fellfarbe. Na, das ist ein Phänomen der Wissenschaft. Was für ein Phänomen? Dass Octavia nur so tut, als wäre sie... Ich bin vergeben! Das seht ihr auch oben am I da. Ihr seid echt nervig. Oder beziehungsweise du, Unicorn-Schleich, bist nervig. Psycho! Dass Octavia einen eigenen YouTube-Kanal hat. Nö. Doch, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal. Echt? Seit wann? Weiß nicht. Oh mein Gott. Wieso haben wir denn keinen eigenen YouTube-Kanal? Weiß ich nicht. Bin zu faul, um einen zu machen. Ich auch. Ja, dann bin ich halt die Einzige, die einen YouTube-Kanal hat. Und was ist mit mir? Halt's mal. Dass Callistro Corona hat. Oh mein Gott! Was? Nein! Ich will kein Corona haben! Nein! Ich werde sterben! Ich wusste doch! Ich musste mir schnell eine Maske besorgen! Wieso bin ich so dumm? Ich werde sterben! Adieu, Yogeschwister. Ich hatte euch lieb und jetzt muss ich leider sterben. Es tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Ich habe Corona und... Der weiß schon, dass er kein Corona hat, oder? Nee. Komm, lass ihn da erstmal liegen. Er hat es eigentlich anders verdient. Stimmt auch wieder. Aber es ist irgendwie sad, ihn da so tot zu sehen. Der ist nicht tot. Ja, egal. Komm, lass ihn trotzdem vergraben. Ja, okay. Blub. Er hat so kurz gelebt. Gehen wir jetzt? Ja. Dass Octavia adoptiert ist. Ich bin nicht adoptiert, meine Fresse. Ja. Dummheit tut weh. Meine Fresse, du stehst mir auch immer im Weg. Oh, Calypso, geht's noch? Ich liebe Kaffee. Wie lange war ich jetzt eigentlich drin? Die haben mich doch jetzt nicht ernsthaft hier vergraben, Mann. Jetzt bin ich voller Erde. Den werde ich zahlen. Irgendwann, irgendwie. Aber jetzt gehe ich erstmal in einen See. Mich waschen. 2000 Jahre später. Hi, Callistro. Hi. Na, wie war's unter der Erde? Dreckig! Ja. Immerhin hast du so gute Geschwister, die dachten, du wärst tot und haben dich vergraben. Oh, macht sowas nie wieder. Irgendwann werde ich euch das heimzahlen. Glaubt mir das. Boah. Dass die McPopel-Geschwister eigentlich gar keine Pferde sind, sondern Popel. Sehe ich aus wie ein Popel? Nein. Genau, und am ehesten sieht immer noch Calypso als ein Popel aus. Ey! Heul doch, dass Octavia die ganze Zeit ihres Lebens am Handy ist, außer wenn sie vor der Kamera steht. Das kann sein. Ja, das kann sogar sein. Meine Bildschirmzeit beträgt 11 Stunden pro Tag. Oh mein Gott. Du bist doch krank. Ich habe halt nichts Besseres zu tun. Callistro schläft mit Desinfektion unter dem Kissen mit Maske. Woher wisst ihr das alles? Lol, wie dumm. Dass Octavia immer am Handy ist, wenn sie keinen Bock auf ihre Brüder hat. Also auf den Müll, auf uns hat. Oh, ja, das stimmt. Das stimmt leider. Ich hasse dich. Ja, meine Fresse, was soll ich denn sonst tun, wenn ihr Müll labert? Stimmt auch wieder. Meine Namensgeberin. Halt's Maul, Charlie. Dass Octavia geheim ein Einhorn ist, das auf Muffinsuche ist. Dass wir in einem Film mitspielen. Das tun wir sogar, aber dieser Film wurde runtergenommen, weil er als übelst cringe ist. Ja. Dass wir gerne bei McDonald's essen und uns deswegen so genannt haben. Nein, aber da steckt eine ganz andere Story dahinter. Also, wer will die erzählen? Ich mach das. Ich wollte das machen! Ja, jetzt mach ich das aber. Lol. Also ganz, ganz früher hatten wir also ziemliche urigen Großeltern. Und ja, die haben gerne bei McDonald's gegessen und die haben gerne Popel gegessen als Soße da drauf. Und ja,
Also auf so für den Happy Meal, das die mal bestellt hatten. Und ja, dann wurden die halt zu den McPopeln genannt. Und weil so viele sie die McPopel genannt haben, dachten alle auf einmal, dass wir den Nachnamen McPopel tragen. Ja, und dann wurde das in unserer Pass so geändert und ja, jetzt sind wir die McPopels. Sad. Wie heißen wir denn eigentlich richtig? Weiß ich nicht. Das ist ein Geheimnis. Octavia, du weißt das? Klar. Oh mein Gott. Ja, ich habe unsere Familie studiert, weißt du? Oha. Mein Gott. Sag es mir bitte, ich sag's auch keinem. Nein. Okay, gib diesem Video ein Like und damit Octavia uns das verrät. Danke. Okay, vielleicht mache ich so. Wenn wir 100 Likes erreicht haben, dann sag ich euch den Nachnamen, den wir eigentlich tragen sollten. Zudem oder wir planen im Geheimen etwas. Das tut sie. Nächste Gerüchte. Dass Calypso irgendwas Jahre alt ist. Nein, ich bin 11 in Pferdejahren. Also ich bin kein Kind, ich bin 11 in Pferdejahren. Genau. Und ich werde 12 am 4. Mai. Yay! Und ich habe einen 10 Tagen Geburtstag. Ich habe einen Oktober Geburtstag. Mann, ihr seid so fies. Ihr habt so früh Geburtstag, Mann. Pech. Dass Octavia die Mutter von Calypso und Callisto sein will? Heilige Mutter Teresa, nein! Sad life, mein Kaffee ist leer. Naja, egal. Dass die McPopel Popel mögen. Weil sie McPopel heißen. Unsere Ur noch was urigen Großeltern haben Popel gemocht, aber wir nicht. Die sind ekelerregend. Bah, ja. Dass Callisto besser kochen kann als Calypso. Nein, wir haben alle das Kochtalent von unserer Mutter geerbt. Denn unsere Mutter konnte nicht kochen. Unser Vater kann kochen, aber unsere Mutter nicht. Normalerweise ist es ja immer andersherum, dass die Mutter immer besser kochen kann. Aber bei uns ist es andersherum. Der Vater kann besser kochen. Geil! Calypso ist gar nicht Albert Zweistein. Ich bin ja auch nicht Albert Zweistein. Ich bin Calypso ordentlich McPopel 10 Stein. Genau, Mann! Ja! Dass Octavia insgeheim ihren Namen versucht zu ändern in McHildegard. Nein, McHildegard ist genauso schlimm wie McPopel. Dass Calistris Desinfektion niemand gekauft hat, nicht einmal Calistro selbst. Natürlich, wir haben das nicht mal richtig veröffentlicht. Wir sind zu dumm dafür. Und wieso sollte ich mein eigenes Desinfektionsmittel kaufen? Ja, das ist total dumm. Calypso kann gar nicht kochen. Mann, hört doch mal auf, mich zu mobben. Dass Calistros Hobby furzen ist. Ja, das kann sein. Mann. Ja, selbst als du unter der Erde warst, hast du gefurzt. Also, oh mein Gott. Also dumm. Sein Hobby ist wirklich furzen. Mann, hört auf, mich zu mobben. Ja, dann hör du auch auf, mich zu mobben. Aber ich kann nicht. Genauso bei mir. Ich kann auch nicht aufhören, dich zu mobben. Ach, sei einfach leise. Du auch. Dass Octavia ein echt Instagram-Girl heißt. Ja, ich hätte mich vielleicht so nennen können. Dass Calistro, keine Ahnung, welche Zahl das ist, wiegt. Bah, nein, ich wiege doch nicht so viel. Ich esse nicht mal so viel. Ich glaube, das war das letzte, oder? Nee, ich glaube, da ist noch eins. Okay, gut. Dass Octavia beim Q&A-Video gelogen hat und sie doch ihr Handy lieber mag. Ich weiß nicht, wen ich lieber mag. Dass Calypso seine Freundin mit Pedro betrügt. Wieso schippt ihr mich jetzt mit Pedro, ne? Das war aus Versehen, dieser Kuss. Das war nicht mal ein Kuss, meine Fresse. Es hat zudem nur so geschnitten, als sähe es aus wie ein Kuss. Bah. Ulala. Halt's Maul! Dass die Spülmaschine es auf Calistro eingesehen hat. Nein, auf Calypso hat die abgesehen. Ja, ich habe da eine Woche festgesteckt. Weil die beiden zu dumm waren, um mich da rauszuholen. Ich bin nicht dumm, ich hatte einfach nur keinen Bock. Und ich war wirklich ein bisschen zu dumm dafür. Ach. Dass Octavia und Charlie die besten Freunde sind. Ein bisschen. Ja, wir sind schon beste Freunde. Ich war Charlie. Ja, du hottest Chick. Dass unsere Oma ein Ninja ist. Ja, manchmal glaube ich echt, dass sie ein Ninja ist. Boah, wie die bei ihrer Hardstyle-Musik abgeht. Boah, wie so ein Ninja. Ja, die ist safe ein Ninja. Ja, das glaube ich mittlerweile auch. Boah. Dass Charlie sich an die Weltherrschaft anreißen will. Charlie?
Wieso haben wir uns nochmal einen Hund angeschafft? Dass Pedro seit der letzten Folge von Calypso's Kochshow traumatisiert ist, wahrscheinlich. Also, so hat er gewirkt zumindest. Und das war es auch schon wieder von diesem Trash-Video. Und ja, ich mache mir jetzt einen Kaffee. Tschüss. Ja, und ich gehe mich schminken. Und ich gehe mir eine neue Maske holen. Tschüss.